Willkommen zurück zum sechsten Lauf der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Und ich kann euch sagen, wir sind zurück auf der Strecke. Dieses Wochenende in Zolder, Belgien. Es ist gerade mal 2 Wochen her, da hatten wir ein starkes Wochenende in Most in der Tschechischen Republik. Und alle Fahrer hatten aufregende und tolle Rennen. Aber einer war unglücklich. Ich spreche von Mark Taylor. Er hat in Rennen 3 die Erfahrung eines heftigen Unfalls gemacht, aber seht selbst. Die Fans haben gezittert. Wird er und sein wirklich zerstörter Truck zurück sein? Hier ist die Antwort. Es ist eine One-Truck-Family. Und er ist zurück auf der Strecke. Ich weiß, dass die Jungs sich nicht verstecken, denn das ist ein ganz starker Augenblick. All diese Jungs haben mit ihren Teams zusammengearbeitet und den Truck wieder fertig gemacht. Aber Mark sagt selbst. Ja, natürlich, wir erinnern uns, das war ein heftiger Crash in Moss, es war eine Katastrophe. Wir sind dann zurück zu Sascha in die Werkstatt und die Teams kamen auch dorthin. 12-Stunden-Tage, große Tage und alle haben versucht, mich zurückzubringen. Ja, ich denke, es ist mehr als ein Freund, speziell mein Vater arbeitet sehr eng mit ihnen zusammen. Sascha und ich haben letztes Jahr zusammengearbeitet und so haben wir aus 2 Familien 4 gemacht und alle, John, Sascha und die Jungs, haben geholfen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben ihn zu Sascha gebracht. Sascha hat uns zusammengebracht. 2 Trucks kommen ja von ihm. Und wir arbeiten lange mit Stefan Honens zusammen. Er kann uns eine Menge zeigen. Und ich denke, alle zusammen sind wir eine Familie. Wir stehen vor einem weiteren fantastischen Wochenende. So viele Rennen kommen. Es ist aufregend im Promoters Cup. Da wird um den ersten Platz gekämpft. Und auch in der Meisterschaft ist noch nicht klar, dass Norbert Kish der Champion ist. Setzt euch vor den Fernseher oder den Computerstream und schaut diese aufregende Meisterschaft. Ein Mann, der ist sehr schnell und auch sehr erfahren. Chess hat erklärt, er habe 248 Siege, das ist eine Menge. Ich habe mit Sascha gesprochen und er sagt, er sei mit dir im Wettbewerb um den 2. und 3. Platz in der Meisterschaft dieses Jahr. Was ist dein Plan für Zolder? Okay, mein Plan ist, so schnell zu sein wie möglich. Ja, ich würde gerne das Wochenende vor Sascha auf dem 3. Platz beenden, aber ich denke, wir sind beide sehr schnell und das wird sehr eng. Ja, ich fühle mich gut und tue mein Bestes und möchte mehr Punkte holen als Sascha. Hast du einen Plan, um gegen Mr. Albacete zu kämpfen? Ihr habt ja einen sehr speziellen Fight um den 2. und 3. Platz in dieser Saison. Oh, weißt du, Antonio und Jochen sind alte Hasen in der Meisterschaft. Sehr schön, dass ich mit den Jungs kämpfen kann und ich hoffe, ich gewinne den Fight. Und dann war bei herrlichstem Wetter in der Provinz Limburg auf der Strecke in Zolder Rennaction angesagt. Rennen 1 auf der Pole Position nach der Super Pole. Norbert Kish, Jochen Hahn auf dem 2. Platz. Die beiden beim Start. Kish vorne kann sich durchsetzen gegen den 6-fachen Europameister José Eduardo Rodríguez. Kämpft mit Sascha Lenz um den 3. Platz. Dahinter sortiert sich das Feld ein. Keine Kollisionen bis dahin.
Norbert Kiech, Sascha Lenz versucht einen Angriff auf Jochen Hahn. Norbert Kiech vorne und Jochen Hahn verteidigt seinen zweiten Platz. José Eduardo Rodríguez im Repokonorte MAN auf einem hervorragenden vierten und Steffi Halm im Iveco aus dem Hause Schwabentrack auf dem fünften Platz. Viel Staub, viel Wirbel, weil aufregendes Rennen und Norbert Kiech kann sich von Jochen Hahn absetzen, kann sich 2-3 Sekunden lösen. Sascha Lenz in Schlagdistanz zum Knorr-Bremse Iveco. Und dann passiert's, Norbert Kiech wird langsam. Erstes Rennen und es scheint ein technisches Problem zu sein. Das gesamte Feld überholt den amtierenden Europameister und er muss das Rennen aufgeben. Der Turbolader explodiert. Und da ist natürlich an ein Weiterfahren für den Champion nicht mehr zu denken. Parkt den Reves MAN in der Boxengasse aus, vorbei im ersten Lauf für Norbert Kiech. Viel Rauch und dann ist direkt auch die E-Unit da, weil Öl auf der Strecke unter Umständen ist. Das muss alles abgebunden werden. Also die Sicherheitsmaßnahmen hier in Solda einwandfrei. Das geht Hand in Hand. Der MAN sofort zurück ins Zelt. Die Mechaniker kümmern sich, schauen, arbeiten schon mal direkt am Turbolader, um das Auto wieder hinzubekommen. Verdammt, oh, das ist sehr enttäuschend. Ja, wieder sicher in Führung, den Abstand ausgebaut und dann ist der Turbolader explodiert. Ja, ich bin enttäuscht, den Sieg so zu verlieren, aber das passiert halt im Drag Racing. Jochen Hahn ist der lachende Zweite an der Stelle, denn er übernimmt die Führung vor Sascha Lenz nach dem Ausfall von Norbert Kiech und Sascha Lenz versucht nochmal heranzukommen an den Iveco, um vielleicht hier den ersten Sieg des Wochenendes zu platzieren. Aber Jochen Hahn hat das erstmal im Griff, kann den Abstand zu Sascha Lenz ausbauen und auf der dritten Position ist es der junge Portugiese José Eduardo Teixeira Rodríguez, der hier sich anschickt, einen Podestplatz im Gesamtklassement zu erzielen. Hat einen guten Abstand zum Schwabentrack Iveco von Steffi Halm und hat nicht die Notwendigkeit, in die Rückspiegel zu schauen. Vorne die ersten drei Plätze, alle gut sortiert. Steffi Halm auch mit etwas Abstand zu Antonio Albacete. Und dann ist vorbei, Jochen Hahn gewinnt vor Sascha Lenz. Und Dritter wird José Eduardo Rodríguez, ein tolles Ergebnis für den Portugiesen vor Steffi Halm und Antonio Albacete. Freude im Team Hahn, man umarmt sich. Das hat man nicht so oft in Rennen 1 und 3, dass Jochen Hahn gewinnen kann. Er hat es schon mal geschafft in diesem Jahr in Misano beim ersten Rennen der Saison. Und da kommt er. Der blau-weiße Knorr-Bremse Iveco mit dem sechsfachen Europameister und amtierenden Vize-Europameister Jochen Hahn. Applaus des Teams, aber auch Applaus vom Sascha Lenz-Team. Jochen, es sieht so aus, naja, also erstmal gratulieren alle, aber es sieht wirklich so aus, Belgien liebt dich und Solda liebt dich. Du hast gesagt, sei klug und glücklich. Ja, Diana hat vor dem Start zu mir gesagt, wenn er einen Fehler macht, dann bist du der Gewinner, vielleicht. Und nun bin ich sehr glücklich. Er fuhr sehr schnell und dann hat er einen technischen Fehler. Ich sage ihm Dankeschön. Normal ist es nicht möglich, diese Position zu erreichen, aber ich vertraue. Ich bin stolz, in der Mitte zu stehen und ich bin sehr glücklich. Und da steht er in der Mitte, Jochen Hahn mit dem ersten Sieg des Wochenendes und dafür gebührt ihm die deutsche Nationalhymne. Hier nochmal die Ergebnisse des ersten Laufs in Solda Belgien. Jochen Hahn gewinnt 1,26 Sekunden vor Sascha Lenz. José Eduardo Rodríguez auf der 3, Steffi Halm auf der 4. Die weiteren Ergebnisse schaut euch bitte an. Jonathan André an diesem Wochenende Race by Race Driver und Jamie Anderson nicht qualifiziert.
Ich warte speziell auf Sascha Lenz. Es ist sein 250. Rennen dieses Jahr. Ich wollte ihn fragen, ob er immer seine Rennen zählt oder auch die Podien. Weil zweiter Platz vorhin ist ein guter Grund, auch später wieder auf dem Podium zu sein. Ich weiß nicht, ich habe ein Bild in Facebook gesehen nach Rennen 1. Gratulation für 250 Rennen. Ich habe meinen Jungs gesagt, hört mal, wir haben 250 Rennen jetzt. Sagt ein Mechaniker, ja, ich weiß, ich fühle mich mit 245 Jahren. Okay, ich liebe das. Du bist Zweiter im ersten Rennen geworden. Wird jetzt gepusht, damit weitere Trophäen dazukommen? Nein, ich möchte schauen, dass alles gut geht. Punkte zu holen, am Ende P5 oder P6 oder P3, das wäre was für uns. Ich brauche Punkte, das ist alles, was ich brauche. Und diese Punkte wollte Sascha Lenz vom 7. Startplatz aus erzielen, denn er war ja Zweiter geworden und wir haben in Rennen 2 traditionsgemäß den Reverse Grid. Die Radio Man geben grün, das Feld setzt sich in Bewegung. Die 1100 PS jedes Fahrzeugs werden freigelassen. Und vorne in der Pole Position Heinrich Clemens Hecker, daneben Steffen Faas, beide Scania. Hecker kann sich in der ersten Kurve durchsetzen. André Kosim geht da außen an Steffen Faas vorbei, versucht es zumindest. Und dann hat Hecker Schwierigkeiten, muss durch den Kies, kann im Moment noch weiterfahren. Aber da ist irgendetwas technisch nicht in Ordnung. Trotzdem kann Hecker im Moment die Führung noch behaupten. Aber Antonio Albacete hat die Gunst der Sekunde genutzt, um an ihm vorbeizufahren. Das übrige Feld sortiert sich in der Schikane ein, in der zweiten Schikane auf diesem Kurs. Hecker jetzt auf zweiter Position. Antonio Albacete setzt sich ab vorne. José Eduardo Rodríguez im Kampf mit Jochen Hahn. Jochen Hahn versucht hier außen rum vorbeizugehen und Norbert Kisch lauert. Er lauert dahinter. Dann passiert Folgendes. Clemens Hecker dreht sich und nimmt Sascha Lenz mit ins Aus. Ende des Arbeitstages für Clemens Hecker und Sascha Lenz. Hier haben wir den verunfallten Scania des 42-Jährigen aus Anröchte. Da haben wir nochmal den Dreher von Clemens Hecker und Sascha Lenz war außen. Er versucht noch auszuweichen, aber da ist es dann doch zu eng und beide müssen das Rennen aufgeben. André Kosim sieht sich den Angriffen von Norbert Kisch gegenüber. Kisch locker vorbei am Don't Touch Racing Iveco. José Eduardo Rodríguez versucht das Gleiche, gelingt ihm aber nicht. Jochen Hahn steckt ein bisschen fest hinter Kosim und Rodríguez. Und dann haben wir Norbert Kisch in Führung, André Kosim und José Eduardo Rodríguez im Kampf. Norbert Kisch in Führung der Verfolgergruppe, denn er war noch nicht bis ganz nach vorne gefahren. Was aber nicht ist, das sollte in diesem zweiten Rennen noch werden. Kosim wehrt sich hier, kämpft um die Plätze, kämpft um den dritten Platz, den er unbedingt hier in Solda erzielen möchte. Dann war er dran, Norbert Kisch an Antonio Albacete, obwohl der so weit weg war. Norbert Kisch, all seine Klasse wieder ausgepackt, ist im Heck von Albacete und dann steckt der Tankpool 24 Scania von Steffen Faas in den Reifenstapeln und das sollte Folgen haben, denn hier hat er ein technisches Problem mit den Bremsen gehabt, kann die Kurve nicht mehr einlenken und geht in die Leitplanken und dann überholt Norbert Kisch Antonio Albacete. Außen herum in der Sternwartbocht geht es vorbei, aber der Unfall von Steffen Faas führt zum Abbruch des Rennens. Gut, dich hier zu sehen, gut, dich auf dem ersten Platz zu sehen. Eben hast du gesagt, ich nehme das alles ruhig und langsam in Angriff. Und dann ist es der erste Platz. Ich bin nicht glücklich. Die rote Flagge, nein, es ist nicht der erste Platz. Antonio ist erster, weil man eine Runde zurückgeht. Es ist schon sehr enttäuschend. Ich konnte klar und sauber fahren. Der erste Kontakt, den ich hatte, war Antonio. Er hat sich ein wenig aggressiv verteidigt. Insgesamt, gute Performance, sehr guter Job vom Team. Wir sind zurück, sie haben den Truck repariert. Ja, ich denke, das ist ein Sieg. Und hier das Ergebnis, und das sieht
anders aus als zunächst gedacht. Antonio Albacete, Norbert Kisch und André Kosim. Aber am Samstagabend wurde Antonio Albacete dann noch zweimal bestraft. Einmal für Unregelmäßigkeiten am Start, einmal für ein Überholen außerhalb der Rennstrecke. Und die 10-Sekunden-Strafe kostet ihn dann den Sieg. Norbert Kisch ist vorne Erster, André Kosim auf der dritten Position, Jochen Hahn auf der 4 und wieder ein hervorragendes Ergebnis für José Eduardo Rodríguez. Steffen Faas, zwar noch gewertet, aber wie wir gesehen haben, ausgeschieden. Willkommen zum zweiten Renntag der Goodyear 4 European Truck Racing Championship in Solda. Das dritte Rennen startet bald. Wir sehen ein paar Beschädigungen an der Nummer 2, aber sind alle in ihren Autos und können fahren. Machst du ein bisschen Betrieb und fährst nach vorne? Ich will pushen und versuche so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Ich habe eben mit dem Präsidenten der medizinischen Kommission der FIA gesprochen. Er sagt, man soll Elektrolyte zu sich nehmen. Wie bist du vorbereitet? Ja, wir trinken Elektrolyte vor dem Start, also das ist alles easy. Auch der zweite Renntag startet bei tollem Wetter. 30 Grad waren angesagt in Solda und auf der Strecke war es noch heißer. Norbert Kisch hat auch die 12. Superpole am Vormittag für sich entschieden. Kann sich gegen Sascha Lenz, der ebenfalls in der ersten Reihe stand, durchsetzen. Kisch, Lenz, Jochen Hahn, das die ersten drei und dahinter der alte Fuchs, Antonio Albacete, Steffi Halm, José Eduardo Rodríguez, die weitere Reihung. Und wie es in dieser Saison schon des Öfteren der Fall war, kann Norbert Kisch seinen Vorsprung ausbauen, währenddessen Steffen Faas sich die Zähne ausbeißt mit dem Scania am Iveco von André Kosim. Kosim verteidigt, Kosim kann kämpfen, Kosim hat starke Nerven, wenn es in den Kampf 1 gegen 1 geht. Und das sollte er auch in diesem Rennen beweisen. Er konnte sich über die gesamte Renndistanz von 12 Runden vor dem Schönberger vom Tankpool 24 Team halten. Trotzdem, Steffen Faas hat es immer wieder versucht, aber Solda ist eine sehr enge Strecke und dann gab es Feueralarm auf der Strecke. Ich dachte Nummer 64, Luis Requenco mit einem phänomenalen Motorplatzer. Da ist alles auseinandergeflogen, was man nur so haben kann am Motor und deswegen wurde das Rennen abgebrochen. Die beste Nachricht, Luis Requenco topfit. Die Ölspuren mussten abgebunden werden und der Motor war hin. Der Arbeitstag für Luis Requenco war beendet. Das konnte nicht mehr für Rennen 4 repariert werden. Und das Rennen wurde nach der roten Flagge auch nicht mehr fortgesetzt. Man nutzte die Zeit, um ein paar Aufräumarbeiten zu machen. Norbert Kisch gewinnt und Sascha Lenz wird Zweiter. Gratulation vom Team. Und auch von Lina. Ah, das ist fast wie ein Interview von gestern. Gratulation, es war ein starkes Rennen heute. Es war dein 251. Rennen. Wieder zurück auf dem Podium. Wie ist dein Gefühl? Auch wegen der roten Flagge. Ja. Wir sind sehr glücklich. Meine Mechaniker haben einen tollen Job gemacht. Wir hatten eine Menge Probleme. Der Truck hat sich nicht immer so gut angefühlt. Aber die Jungs haben wirklich alles gecheckt. Wir haben hart gearbeitet, um Position 2 zurückzubekommen. War ein gutes Rennen. Norby war direkt mit einem großen Abstand weg und dann musste ich es ein bisschen managen. In den letzten zwei Runden kam Jochen immer näher.
Es waren nur noch drei Runden. Wenn ich keine Fehler mache, kann er mich nicht überholen. Ich bin glücklich. Und dann ging es aufs Podest für Norbert Kisch. Sein zweiter Sieg an diesem Wochenende und sein 16. Sieg in der Saison. Die Ergebnisse im Überblick: Norbert Kisch vor Sascha Lenz und Jochen Hahn, also drei Große auf dem Podest, und auch Antonio Albacete auf dem vierten Platz. Rundet das Ganze ab: Jamie Anderson, José Eduardo Rodriguez, Cosim Fasen, Newell und Taylor. Das die Top 10 nach Rennen 3 beim sechsten Lauf in Solder, Belgien. Steffi Halm ausgeschieden mit einem technischen Fehler, einer Lenkungsproblematik, und es war nicht klar, ob sie beim vierten Rennen teilnehmen konnten. Track Racing Fans von aller Welt sind hier zurück für das vierte Rennen und wir sind bereit zu starten, aber wir werden noch ein paar Interviews machen. Du hast richtig Gas gegeben an diesem Wochenende. Was sehen wir von dir im vierten Rennen? Ich denke, das ist wieder eine Lotterie, Rennen 4. Da kann eine ganze Menge passieren. Das ist sehr, sehr schwer, weil die Jungs vorne sind auch sehr schnell. Es ist nicht leicht zu überholen. Also ich denke, wir werden sehen, was passiert. Und es passierte eine ganze Menge, das kann ich euch schon mal versprechen. Letzter Start am Wochenende in Belgien und Steffen Faas auf der Pole Position kann den Start für sich entscheiden. André Kosi stand neben ihm in der ersten Reihe und auch er behält die zweite Position und kann sich gegen José Eduardo Rodríguez durchsetzen. Für Steffen Faas ganz, ganz wichtig, dass er vor José Eduardo Rodríguez ist. Der Kampf im Promoters Cup ist in vollem Gange und Steffen Faas muss versuchen, in den verbleibenden Rennen der Saison den Abstand noch etwas zu verkürzen, um noch eine Chance zu haben, den Promoters Cup 2023 für sich zu entscheiden. Feld sortiert im Rennen und dankenswerterweise haben es die Mechaniker von Steffi Halm geschafft, den Track wiederherzustellen. Sie startete aus der Boxengasse und kämpfte sich bravourös im Verlauf der 12 Runden nach vorne. Wo es endet, sehen wir in wenigen Augenblicken. Vorne Faas gegen Kosim. Das hatten wir schon mal im dritten Rennen. Da war es Steffen Faas, der dem Großlübner im Heck klebte. Aber wer klebt auch schon wieder an der Spitze? Das ist Norbert Kisch, er im Angriff auf den drittplatzierten José Eduardo Rodríguez. Und das war für ihn kein Problem, am Portugiesen vorbeizugehen. Dritte Position für Norbert Kisch. Ist er auf dem Weg zu seinem dritten Sieg an diesem Wochenende? Steffen Faas sieht Norbert Kisch schon in den Rückspiegeln. Aber er wird natürlich so lange als möglich versuchen zu verteidigen. Und was passiert dann? Unglück beim Tankpool 24 Piloten. Steffen Faas in Führung liegend wird er langsamer aus vorbei mit einem Podest. Er muss den Wagen abstellen. Wieder Probleme mit den Bremsen, so wie gestern. Und Steffen Faas, der unglücklichste Fahrer an diesem Wochenende. Der glücklichste sicherlich dieser Mann nicht, das ist nochmal Steffen Faas, aber die Nummer 1, Norbert Kisch, der sich jetzt wieder absetzen kann vom Feld und seinem insgesamt 17. Saisonsieg 2023 entgegenfährt. Kein Problem für ihn, den Abstand zu erhöhen, und Jochen Hahn versucht jetzt noch an André Kosim vorbeizukommen, schert da aus auf der Start- und Zielgerade, zeigt sich, geht dann in die Linkskurve, die 90-Grad-Kurve, führend hinein, zweite Position für Jochen Hahn, aber André Kosim gibt nicht auf, verliert fast das Heck und versucht, seinen Markenkollegen hier wieder von der zweiten Position zu vertreiben. Es sollte für André Kosim aber noch ungemacht drohen. Er bekam wegen Overspeeding eine 10-Sekunden-Strafe. Der Podestplatz dahin. Sieg für Norbert Kisch im letzten Rennen in Solder. Wieder mal hat der Revenge MAN allen gezeigt,
Wir haben darauf gewartet, dass wir endlich mal ein Rennen mit 12 Runden machen können. Du hast wieder als Erster gewonnen und du hast es gemanagt. Wie war es? Ja, danke. Ja, nochmal, es war ein sehr, sehr gutes Rennen von uns. Wir waren sehr stark, auch in den weiteren Runden. Ich habe gesehen, dass ich ein bisschen Probleme auf den Bremsen hatte. Das ist sehr, sehr schwer hier auf den Bremsen, auch für die Bremskühlung. Und alle anderen haben auch ein bisschen gekämpft. Und ich habe so spät bremsen können, während die anderen gekämpft haben. Und dann konnte ich in den Bremszonen der Schikane dann die schönen Überholmanöver machen. Und ja, ich bin wirklich glücklich. Das Auto ist für alle Strecken wirklich top eingestellt im Kalender. Und so hat er den dritten Sieg gefeiert mit Jochen Hahn und José Eduardo Rodríguez. Die Overspeeding-Strafe ist schon eingerechnet und das Gesamtklassement der Championships sieht Norbert Kisch bei 305 Punkten, Jochen Hahn bei 236 Punkten. In Le Mans kann er die Titelverteidigung klar machen. Sascha Lenz kämpft mit Jochen Hahn um 2 und mit Antonio Albacete auch um den dritten Platz. Das bleibt spannend bis zum Ende. Im Promoters Cup José Eduardo Rodríguez 39 Punkte vor Steffen Fass. Steffen Fass muss in den verbleibenden 8 Rennen richtig angreifen. Nach dem Pech hoffen wir auf mehr Rennglück. John Newell und Mark Taylor auf den Plätzen. Lukas Hahn auf 5, der aber nicht mehr an den Start geht. Der 6. Lauf ist in den Büchern und der 7. steht vor der Tür. 14 Tage Pause, dann geht es am 23. und 24. September nach Le Mans an die Traditionsstätte des Rennsports. Also, seid bereit zur Vorentscheidung in der Meisterschaft. 23. und 24. September. Stay tuned.